Christianus Josephus Kadosch, Maria Ursula Katharina Koray. Das sind unsere Ureltern von Katharina, Bruno und Maria. Familie Kadosch hat in Andiasch gelebt. Er war Schmied und Bauer. Hatte eine kleine Schmiede in Andiasch. Hat auch Kohle brennt. Die Familie hat 4 Kinder gehabt. 3 Söhne und eine Tochter. Eine Tochter und ein Sohn sind nach Lausanne ausgewandert. Fidel und Simon sind daheim geblieben. Jakobus Josephus Simon Kadosch, das ist unser Grossvater. Der Josef ist ein Sohn von einer Schwester von Simon, die damals nach Lausanne gegangen ist. 1894 hat der Johann im B geheiratet, das ist ein Bruder von Simon Kadosch. Die Rachel ist eine Tochter von dem Johann im B. Die Zylinde ist auch eine Tochter von dem Johann. Der Jean Kadosch ist auch ein Sohn von dem Johann. 1870 ist der Simon Kadosch geboren. Anno 1900 hat er den Stall in Laval gebaut. 1901 haben sie in Obersachsen geheiratet. Das sind unsere Grosseltern. Dann ist Maria 1903, Maria Barla Kadosch, geboren. 1904 ohne Maria Kadosch. 1905 Mariuschle Katrine Kadosch, Mama. Giraniga, das heisst Kadoscherhaus, ist von der Casanova gsi, ist dann abbrennt und 1970 wieder aufgebaut worden. Familie Kadosch hat Verbindung gemacht zwischen Andiasch und Obersachsen. Und ein Stier mit einer Beine für das Material und haben die ein paar Viecher noch mit. So sind sie im Jahr 4-mal hin und her gezogen. Angefangen in Andiasch, durch, ab in La Pella, über Brückli und dann gegen Waltensburg runter, Krab Martin, links durch ist die Strasse gegangen. Und dann aber bis zur Station Waltensburg. Dann von der anderen Seite rauf ist es von der Station durch zum Wald. Der Wald rauf. Am Ende von dem Rot ist Giraniga. 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 Das Haus und der Stall hinten. Das haben die Kadoscher gehört. Simon Kadosch. 1906 ist ein kaputt, 2 Häuser und 2 Ställe abbrennt. Die Grossmutter hat ziemlich schwer gehabt. Sie musste die ganze Familie betreuen und den Weg immer hin und her, das Material mitnehmen. Sie hat sehr viel Kopfschmerzen gehabt und ist 1908 gestorben. Das sind rechte Rückschläge für den Simon. Jetzt hat er mit dem Bruder Fidel und die 3 Töchter angefangen, das Haus aufzubauen. Das letzte Haus von Andiasch, das noch von Hand gehauen wurde. Mit 2 Kühen hat er angefangen, das Holz vom Wald zu holen. Das war eine sehr schwere Arbeit. Die Leute vom Dorf und von den umliegenden Dörfern haben sehr wahrscheinlich gut geholfen. Das Zuschneiden vom Holz hat rechte Arbeit gegeben. Da hat es Spezialisten von der Umgebung, die geholfen haben. Das Holz hauen und vorbereiten für den Aufbau. Zwischen den Balken
haben sie Moos reingetan als Isolation. Das hat recht viel Arbeit gegeben. Alles von Hand sagen und schneiden. Alles hat müssen ganz gut passen. Mit viel Geschick wurde der Aufbau gemacht. Das ist eine Zimmermannsarbeit, die praktisch keiner kann machen heute. Das ganze Bau hat 500 Franken gekostet, Türen, Fenster und Kleinigkeiten. So hat das Haus ausgesehen dazumal. Tante Barbara hat im Winter als Arbeitslehrerin geschafft in Andiast und im Sommer war sie im Hotel Schweizerhof in Pontresina. Mama hat in Chur können lernen weben und das war seine Welt und seine Freude. Da hat sie können stundenlang dran hocken. Donna Maria war zuständig für Haus, Garten und Stall. Überall hat sie den Grossvater geholfen. Bis 1949 hat sie geheiratet. Und dann ist es weitergegangen mit dem Helfen im Haus. Tante Barbara und Simon und Frau von Jean Kadosch mit Kindern. Das ist der Jean Kadosch mit dem Grossvater und Kindern. Die drei Töchter mit dem Simon, der Isidor Schlanzer und Alik Katharina Schlanzer als Kleine. Stolze Grossvater 1942. Und heute sieht das Haus so aus.